Jetzt mal eine kleine Sonderverlosung zu einem exklusiven Screening mit mir und Dr. Marc Benecke, dem Kriminalbiologen, den viele von euch wahrscheinlich kennen, und das Ganze zum Staffelstart der dritten Staffel von Hannibal, die Serie mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle, weltweit enorm beliebt. Die kommt nämlich am 21. Januar auf Blu-ray und DVD raus, und am 12. Januar, also 9 Tage vorher, machen wir ein kleines, feines, exklusives Screening der ersten Folge der dritten Staffel in Berlin im Soho House. Das ist ein wunderbares, kleines, feines, tolles Kino. Und ich werde mit dabei sein und werde 10 Tickets dafür verlosen, besser gesagt 5x2 Tickets, weil jeder Gewinner oder jede Gewinnerin noch eine Begleitung mitbringen darf. Und das ganz Besondere, das finde ich richtig fein, wir sehen nicht nur die erste Folge 9 Tage vorher, sitzen in einem richtig tollen, feinen Kino. Nein, Dr. Marc Benecke, der Kriminalbiologe, den man oft im Fernsehen sieht, der eine absolute Expertise auf diesem Gebiet hat und sich natürlich kreuzt mit Hannibal, wenn es darum geht, zu erklären, woran man erkennen kann an Fundorten von Leichen und so weiter und so fort, wie vielleicht ein Tathergang stattgefunden hat. Das ist wahnsinnig interessant, wird auch einen kurzen kleinen Vortrag davor halten, wird mit vor Ort sein, und das sind natürlich 1, 2, 3, 4 tolle Schmankerl, wo ich sagen muss, da freue ich mich für so ein kleines, schönes Screening, 10 Karten rauszuhauen. Ganz wichtig ist, dass ihr mindestens 18 Jahre alt seid, weil Hannibal, die Serie, ist schon ein bisschen heftiger, und da müssen wir natürlich auf das FSK achten. Und wer jetzt Bock hat, am 12. Januar im Soho House mit Dr. Marc Benecke und mir die erste Folge von der dritten Staffel von Hannibal zu sehen, findet in der Infobox ein Formular. Einfach draufklicken, dort müsst ihr ein paar relevante Daten ausfüllen, und mit ein bisschen Glück bekommt ihr eine Gewinnnachricht, und wir sehen uns im Soho House und genießen die erste Folge der dritten Hannibal Staffel. So, das war eine kurze kleine Verlosung zwischendurch. Ich freue mich auf euch und auf diese Folge. Ich bin gespannt, was sie kann, und lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr diese Verlosungen mögt. Lasst es bleiben. Wenn nicht, ansonsten, das wisst ihr, gibt es hier noch ein paar Links um mich rum, und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.